Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fallout. Let's build Sanctuary. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte das Dach ganz neu machen, oder? Und ich halte das immer noch für eine gute Idee, das Dach wirklich so zu machen. Das alte Dach einfach komplett zu verstecken. Ich meine, ob man es gleich dreistöckig machen muss, weiß ich nicht. Theoretisch reicht auch zweistöckig mal fürs Erste. Aber das machen wir auf jeden Fall mal. Würde ich sagen. Das heißt, wir betreten die Welt des Baumoduses. Irgendwann, wenn er fertig ist mit Laden. Hey, ich frage mich echt. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es nämlich nicht. Aber vielleicht, ne? Könnte schon sein. Tja, so ist das eben. Nee, Quatsch. Ich denke nämlich echt drüber nach wegen der PS5. Weil die PS5 werde ich mir wahrscheinlich schon alleine wegen dem Kanal holen müssen im Grunde. Auch wenn wir jetzt den Preis noch nicht wissen. Auch wenn es zum einen Amazon Leaks gibt, die hoffnungsvoll drauf stimmen, dass das Ding nicht allzu teuer wird. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Kommentar von PlayStation oder Sony-Chef oder hohe Person in hoher Position, die gesagt hat, na, die PlayStation ist ein Premium-Produkt, da haben wir nicht so aufs Geld geschaut. Das klingt wieder nicht so geil. Bin ich mal gespannt. Dann ist noch das Problem, dass die PlayStation eine relativ kleine Festplatte drin hat. Ich habe das befürchtet. Ich finde das schon echt problematisch. Ich meine, stellt euch... Ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr jetzt so habt. Aber ich sag mal so. Ich habe jetzt für die alte PlayStation die Festplatte voll und eine 2 TB Festplatte extern dranhängen. Und die gehen mehr als über. Ich muss da ständig Spiele runterschmeißen und neu installieren, weil einfach 2,5 TB für eine heutige Konsole nicht sehr viel sind. Ja, und die neue PlayStation hat standardmäßig 800 irgendwas. Und das in der nächsten Konsolengeneration, wo die Spiele wahrscheinlich schon allein aufgrund der höheren Auflösung 3-mal so groß werden. Das sehe ich schon als Problem, mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig, ich weiß es nicht. Die PlayStation 5 wird Festplatten unterstützen, externe, das steht schon fest, das ist gut. Aber so richtig begeistert davon, dass ich mir dann noch eine 300 € externe 2 TB SSD-Festplatte zu meiner viele 100 € kostenden Konsole kaufen muss, damit ich die anständig benutzen kann, da gruselt es mich, ehrlich gesagt. Einerseits, es ist schon komisch, finde ich. Da wollen die einerseits den digitalen Markt pushen, mehr Sachen digital verkaufen, und dann kommen die mit so einer verhältnismäßig Windfestplatte daher. Komisch finde ich das. Aber gut, naja, war halt wahrscheinlich eben eine Preisentscheidung. SSD-Festplatten sind aktuell noch teuer. Da habe ich übrigens Hoffnung, dass gerade durch die PlayStation jetzt auch der Preis von SSD-Festplatten ordentlich nach unten gehen wird. Das ist, glaube ich, nicht allzu unrealistisch. Könnte ich mir gut vorstellen, zumindest. Also wäre nicht das erste Mal, dass eine Konsole über so eine Technologie entscheidet und die genug pusht, dass die endlich vernünftig bepreist werden kann. Insofern, ich meine, auch die Xbox setzt ja auf SD. Festplatten. Ich sage immer SD oder SSD, meine ich. Ja, schauen wir mal. Natürlich. Ja, okay. Ich probiere das jetzt mal hier mit der Front so ein bisschen. Ich packe ein paar Fake-Fenster rein. Oder vielleicht auch nur eins, ich weiß nicht, aber schauen wir mal. Hey, Moment mal. Das könnte jetzt nämlich ganz ohne Glitchen funktionieren, theoretisch, wenn die Teile ein bisschen nett sind. Könnte das funktionieren? Naja, hätte Fahrradkette, schade. Ich dachte, die könnten jetzt vielleicht an die anderen Teile ranglitschen, aber die sind wohl doch relativ stur, die Dinger. Was sind das eigentlich? Blue Wall, aber das sind, glaube ich, Scheunenteile, oder? Keine
Betonteile. Naja, wie gesagt, das bereitet mir jetzt schon Sorgen, weil ich musste mich mit der halben Terabyte Festplatte auf der PS4, bevor endlich externe Festplatten unterstützt wurden, schon so rumärgern. Oh, das war so nervig, ey. Das war so nervig. Ich weiß schon, das ist vielleicht auch ein Problem, weil ich natürlich damit arbeite, das stimmt schon. Aber trotzdem, wenn ich halt dann irgendwie Fallout 4 sowieso permanent installiert haben muss und dann noch irgendwie das Spiel und dann noch das Spiel und dann würde ich eigentlich gerne noch das Spiel installieren, aber da ist dann kein Platz mehr. Ich würde aber gerne ein Video drüber machen, dann muss ich aber erst kurz irgendwie Fallout 4 runterhauen, damit ich das andere installieren kann, dann schnell übers Wochenende durchspielen, alles aufnehmen, was ich brauche an Szenen, damit ich dann Fallout 4 wieder installieren kann für die nächsten Let's Build-Folgen und so weiter. Ihr seht schon das Problem. Das war einfach zum Kotzen. Und ich war so froh, als dann endlich die externen Festplatten eingeführt wurden. Weil eben, so 2 Terabyte Festplatte für den PC, normal HD, die heißen HD, oder die alten? Ja, genau, eine normale HD-Festplatte ist das, ne? Ich glaube schon. Die waren da auch nicht mehr so teuer, das war alles cool, aber der Weg bis dahin hat mich furchtbar genervt. Naja, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte. Das habe ich irgendwie vor lauter Festplattengröße wieder total vergessen. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die PS5 ja abwärtskompatibel wird. Das steht ja schon fest. Jetzt, was mich erstmal interessieren würde, ist Folgendes, nämlich, ich muss kurz überlegen, wo die Teile waren, deswegen stammel ich so, nämlich, ich könnte tatsächlich Eckteile hier benutzen, theoretisch, das wäre vielleicht gar nicht blöd, müsste ich auf der anderen Seite nochmal ein neues hinbauen, aber muss eigentlich nicht unbedingt sein, könnte ich aber, denn kann ich gleich schauen, ob die Teile richtig platziert sind, ob ich einen schönen rechten Winkel hinkriege. Naja, also was mich interessieren würde, gilt das nur für Discs oder auch für digitale Spiele? Ich habe nämlich ziemlich viele Spiele für die PS4 einfach nur noch digital gekauft. Wären die jetzt quasi nicht abwärtskompatibel für die PlayStation 5 verfügbar, würde mich das ärgern. Ich hoffe sehr, aber keine Ahnung, dass ich auch meine digital erworbenen Spiele für die PS5 runterladen kann. Aber gut, das ist nur eine Sache. Die andere Sache ist, wird die PS5 quasi einfach, Verzeihung, nur einen PS4 oder wahrscheinlich einen PS4 Pro Emulator haben? Also, soll heißen, wird das Ding einfach nur die Leistung bringen, die die PS4 Pro hatte und fertig? Oder wird die PlayStation 5 Möglichkeiten, werden die tatsächlich genutzt? Das heißt, könnte ich quasi Fallout 4 mit der Leistung der PS5 spielen? Was super awesome wäre, weil das würde erstens bedeuten, dass quasi keine Ladezeiten mehr vorhanden sein dürften, was schon mal natürlich sehr schön ist. Dass zum Beispiel auch das Menü mit den gemoddeten Gegenständen viel schneller aufgehen dürfte. Also das dürfte eigentlich auch in Echtzeit, in Lichtgeschwindigkeit funktionieren. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, weswegen ich mir die Frage stelle und sogar ein bisschen gehypt bin, kann man fast sagen, glaube ich. Die Vault. Können mehr Objekte gleichzeitig in den neuen Prozessor geladen werden, ohne dass das System abstürzt? Kann ich meine Vault wieder betreten und vielleicht sogar weiterbauen? Kann ich vielleicht endlich den Detailgrad in meine Vault bauen, den ich gern hätte? Und der Detailgrad, den ich gern hätte, ist irre, Leute. Deswegen also denke ich eher, ich werde die PS5 zum Abstürzen bringen, sobald es geht, wenn es geht. Aber, ja, das wäre geil. Ich könnte vielleicht an meiner Vault weiterbauen. Das wäre cool, oder? Ich finde schon. Ich finde das schon ziemlich dufte. Dufte, 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 dufte,
Dufte doch nicht so nach Rosen, sonst gehen alle Sachen in die Hosen, hat mal ein weiser Mann gesagt. Ich glaube, das war ich. Yes! Ich bin weise. Ach nee, das ist ja schon wieder so ein Eckteil. Ich wollte kein Eckteil, aber jetzt habe ich das Eckteil. Ist eh besser so. Es ist eh besser. Es ist besser für alle Beteiligten. Wenn das Haus noch nicht so schief wäre, yeah, dann würde ich die Teile vielleicht besser platzieren, aber so kann ich mich nur im Editor verirren. Aha, aha. Wenn ich so einen Beat höre, habe ich immer das Bedürfnis, sehr schlecht zu rappen. Das sieht doof aus, weil das Ding hier schwebt. Hier schwebt alles so ein bisschen. Aber gleichzeitig stehen hier die Blechteile teilweise... Hier, eben. Die Blechteile sind schuld. Wenn ich einfach das alte Haus drunter doch komplett wegscrappe, aber dann verliere ich auch innen die ganzen Räumlichkeiten und das will ich eigentlich nicht. Eigentlich will ich das wirklich restaurieren und nicht komplett neu machen. Wenn ich es komplett neu machen wollen würde, hätte ich die Häuser gleich abreißen können, hätte ich mir den ganzen Glitch-Mod sparen können. Das ist nicht Sinn der Sache, nee, nee. Nö, nö. Vergiss es. Verziehe ich das Ding jetzt nochmal neu? Oder nicht? Ich brauche mal eine Wand. Eine ganz normale Wand. Die muss ich da noch jetzt dazwischen glitschen mal. Dann schauen wir mal. Das wollte ich eigentlich vorher schon machen. Weil dadurch, dass es das Stockwerk da oben gar nicht wirklich gibt, kann ich hier relativ flexibel die Wände ineinander glitschen lassen. Auch hinter Fenster, weil man kann ja eh nicht durchgucken. So, jetzt habe ich nämlich hier eine schöne Schablone. Das Blöde ist halt, also ich habe quasi bei meinem Kanal, also es gibt quasi ein Budget. Oh nein, da unten guckt jetzt, ah, das Haus ist so schief, ich muss nochmal das andere platzieren. Die Einnahmen durch den Kanal, die gehen eben zum Teil natürlich einfach in Lebenserhaltungskosten quasi, Fixkosten. Hilft ja nichts, da müssen wir alle durch. Und in Ausbau des Kanals. Also momentan spare ich auf einen wirklich Mörderrechner. Ein Arbeitstier muss das einfach sein. Ein richtiges Arbeitsmonster. Ja, ich muss das, ah, das ist echt nervig, wie schief dieses Dach da oben ist. Aber wenn ich es komplett verstecken will, muss ich hier wirklich das Dach krass, also die Wand hier krass schräg machen. Wisst ihr, was ich mache? Nee, mache ich doch nicht. Nee, mache ich nicht. Ich habe mir gerade gedacht, ich mache hier so einen kleinen... Könnte man aber so einen kleinen Ausbau nach vorne. So ein kleiner... Wie nennt man denn das? Könnte man machen. So richtig. Vielleicht. Naja, mal schauen. Naja, auf jeden Fall. Was wollte ich gerade sagen? Wo war ich gerade? Ach ja, genau, das Budget. Und auf jeden Fall spare ich eben für einen richtigen Rechner. Keine Kompromisse, der darf schon in über 2000, vielleicht 3000 Euro kosten. Also eben in dem Preisrahmen. Jetzt kein übertrieben bescheuerter 10.000 Euro Rechner, der dann irgendwie noch so die letzten paar Reste an Leistung rauskratzt. Aber ein ordentliches Arbeitstier mit einem Mörderprozessor ist vor allem wichtig für Videobearbeitung und so weiter. Das soll es schon sein, wirklich. Naja, auf jeden Fall spare ich da. Was der Kanal so abwirft, wenn was übrig bleibt am Ende des Monats, ist leider meistens nicht viel, wenn überhaupt, kommt dann auf dieses Sparkonto, auf dieses Mörderrechnerkonto. Mörderrechner, mit dem werde ich dann die Menschheit unterjochen. Langfristig, aber jetzt erstmal Videos machen. und... Genau. Auf jeden Fall
Muss ich natürlich von dem Konto auch alles andere zahlen, was für den Kanal so anfällt. Wenn Kleinigkeiten kaputt gehen und ausgetauscht werden müssen, wenn irgendwie Anschaffungen anstehen, die ich nicht verschieben kann, das geht alles von diesem für den Kanal erspart Konto weg. Und wenn jetzt die PS5 kommt, wird auch die selbstverständlich von diesem Konto bezahlt werden. Und es kann leider gut sein, je nachdem wie teuer die jetzt wird. Nee, das geht nicht, das geht so nicht jetzt. Das geht nicht. Je nachdem wie teuer die wird, dass einfach nicht mehr viel auf diesem Sparkonto übrig ist. Oder vielleicht sogar, ne, das ziemlich geplündert wird aktuell. Je nachdem, ist momentan realistisch. Da muss ich wieder von vorn anfangen mit auf großen Rechner sparen. Das ist ärgerlich. Deswegen hoffe ich, dass das Ding so billig wie möglich wird. Hoffen wir wahrscheinlich alle, oder? Aber ja, genau. Das sind meine ganz konkreten Gründe, warum ich hoffe, dass das Ding so billig wie möglich wird. Weil sonst alles, was ich jetzt hart angespart habe über das letzte Jahr ungefähr, wieder flöten geht. Das sind jetzt momentan gerade mal 600 Euro knapp. Wie gesagt, viel bleibt da nicht übrig, aber immerhin, es wär total cool. Naja. Ich brauche eine kleinere, dünnere Wand und die gibt's hier nicht. Die gibt's bei den Betonteilen. Also schmäler. Schmäler kann lachen. Wie die Sonne über Fujiyama. Okay, ich habe doch einen. Ich mache es jetzt wirklich. Ich mache hier so ein. Heißt das RK oder Stefa? Eins von beiden. Ich mache hier wirklich so ein Kämmerchen. So ein Vorbäuchchen. Ein Vorbäuchchen. Das Ding schwebt ein bisschen vor dem Rest und wird dann mit Teilen quasi. Ja, okay. Wartet mal. Da muss ich mal kurz wegen den Dachteilen schauen. Ich habe gerade eine Idee, die werde ich höchstwahrscheinlich bereuen. Das ist doch gut. Mut zum hässlichen Häuschen, nenne ich diese Sonderfolge. Ich hätte sogar zwei Ideen. Jetzt wartet mal. Ah ja, gut, es gibt so kleine Böden, das finde ich gut. Wobei, die sind eigentlich sinnvoller. Die könnte ich nämlich hier unten noch reinschieben und die Lücken stopfen, wenn ich es ganz schön machen will. Theoretisch. Jo, gut. So, ich könnte jetzt hier einfach ein Dach drauf klatschen, theoretisch, wenn ich will. Einfach nochmal ein Dach über das andere Dach, damit das Originaldach möglichst nicht mehr sichtbar ist. Weil dann wird es nicht so viel ausmachen, dass das Ding so schräg und so hässlich ist. Ach so, wartet mal. Ist es unser Dach, das hier so schräg und so hässlich ist? Weil wenn, dann nehme ich das einfach raus. Versuchen wir das mal. Naja. Das sind so meine Gedanken zur PS5. Das sind eigentlich hauptsächlich die Gedanken, die ich mir zur PS5 mache. Wie viel wird es von meinem PC-Budget wegreißen auf einen Schlag? Wird wahrscheinlich ziemlich aufgefressen werden. Ich meine, bis dahin kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, aber trotzdem. Und wird es Fallout 4 boosten? Und kann es digitale Spiele spielen? Oder nur Discs? Und warum ist die Festplatte so klein? Naja, aus preislichen Gründen ziemlich sicher, aber ja. Das war unser Dach, was hier im Weg war. Ach, Manno. So ganz ohne Fenster sieht das da oben jetzt ein bisschen kahl aus, ne? Nix für ungut, Karl. Bist ein wunderschöner Mensch.
Aber langweilig. Keine Ahnung. So. Das ist ganz gut. Ich kann gucken, dass das Fenster gleichzeitig unsichtbar wird, weil dann weiß ich auch, dass es gerade ist mit dem unteren Teil. Das sieht jetzt ganz gut aus. Noch ein bisschen weiter hier rüber, ein bisschen weiter runter. Das ist schon wieder nicht mehr perfekt, aber gut. Ja, ich glaube, damit lässt sich arbeiten. Das Haus wird perfekt. Das Haus wird mehr als perfekt. Das Haus wird euer neuer Gott. Verbeugt euch vor eurem neuen Gott. Hausumil. An dem Namen arbeiten wir noch. Der muss Furcht und Schrecken verbreiten. Ich glaube, das funktioniert am besten. Guckt euch das Alte Testament an. Ich glaube, für den Anfang braucht man erstmal einen Gott, der ordentlich Angst und Schrecken verbreitet. Und so eine Mythologie von wegen, hey, du, wenn du kannst alles machen, also du kannst nach unseren Regeln leben, so viel du willst, wenn du nicht offizielles Clubmitglied bist, wirst du ewige Höllenqualen leiden. Das ist ein guter Pitch für eine Religion. Ich glaube, genauso machen wir es. Auch mit der Hausreligion. Ich erfinde aber die Hausreligion eigentlich nur, um in Wirklichkeit die Landsquid-Religion zu promoten, weil die quasi das wahre Seelenheil bringt. Im Gegensatz zu dieser falschen Hausreligion. Aber ich brauche halt so ein Feindbild. Ein Feindbild, damit man sein eigenes Zeug promoten kann, ist immer gut. Deswegen erfinde ich jetzt neben der Landsquid Birdrider Religion, die die einzig wahre Religion ist, auch die Hausreligion, die offensichtlich falsch ist, nur damit ich dann dauernd über die Hausreligion schimpfen kann, wie falsch die doch ist. Hier, Hausumil. Der falsche Gott Hausumil wieder. Habt ihr wieder gelesen, was er gemacht hat in der Bildzeitung? Herr Hausumil, so rede ich dann die ganze Zeit. Und dann sagen alle, ja, ja, also dieser Hausumil, hey, der, also, der ist mir schon ein Schlawiner. So ungefähr wird es dann funktionieren. Dann gehe ich mal lieber zur Birdrider-Religion. Das ist die einzig wahre. Und schon ab einem Dollar im Monat auf Patreon könnt ihr Teil dieser glorreichen und einzig wahren Religion werden. Bling! Ich habe gerade gegrinst, gelächelt und das Bling waren meine glänzend weißen Zähne, die vertrauenswürdig und zugleich nicht einschüchternd wirken. Auf euch, meine Schäfchen. Oh Gott. Ramsi, wobei Ramsi unser Papst ist. Nicht ich. Ich bin nur der Landsquid. Auf jeden Fall ist der Pitch von meiner Religion und das ist ziemlich cool. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt so viele Religionen da draußen. Tausende. Vielleicht sogar, wenn man die ganzen kleinen Splittergruppen und Sekten mitrechnet, wahrscheinlich Millionen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Millionen ein bisschen viel. Bleiben wir bei Tausende. Also es gibt Tausende von Religionen. Und jede Religion kommt mit ihrem eigenen Pitch daher, ihrem eigenen System, das man befolgen muss, ihren eigenen Regeln. Und alle sagen, hey komm, du musst unsere Regeln befolgen, weil sonst bist du verloren, bist du verdammt, ist alles scheiße für immer. Mehr oder weniger die meisten Religionen haben sowas. Und jetzt kommt eben die Birdrider-Religion und sagt, hey, kein Stress, alles cool, weil ganz egal, welche Religion jetzt recht hat oder nicht, wenn du Mitglied der Landsquid Birdrider Religion bist. Und das geht auch zusammen mit anderen Religionen. Man muss die alte nicht mal aufgeben. Das ist kumulativ. Du musst nur eben Patreon auf Landsquid Birdrider werden und monatlich deine Abgaben leisten für den Rest deines Lebens. Dann, das ist alles. Und schon bist du quasi Mitglied der Birdrider Religion. Die ist, wie gesagt, kompatibel mit allen anderen Weltreligionen und auch Sekten, alles. Überhaupt kein Problem. Und der Deal ist quasi, falls du jetzt zufällig in der falschen Religion gewesen wärst, und ich meine, bei Hunderten, bei Tausenden von Religionen ist die Chance ziemlich hoch, dass deine Religion, die du dir gewählt hast oder in die du reingeboren bist, die falsche ist. Und dann landest du in der Hölle der
echten Religion, die höchstwahrscheinlich nicht deine ist. Ich meine, so realistisch muss man sein bei der Auswahl. Wenn es denn überhaupt die eine Religion gibt, die alles richtig errät. Aber kein Stress, weil die Lenskut-Wörterer-Religion ist eine Versicherung. Wenn ihr die falsche Religion gewählt habt, dann werden am jüngsten Tag, wenn ihr quasi dann vor dem jüngsten Gericht steht, wie auch immer das aussieht, und eure Seele in ewige Verdammnis geworfen werden würde, weil höchstwahrscheinlich würde sie das, kommen die Tentakel aus der Tiefe und holen euch einfach zu sich. Die schnappen euch weg quasi. Ganz egal, was jetzt richtig ist oder nicht, die Tentakel der Tiefe nehmen euch zu sich. Ersparen euch die ewigen Höllenqualen und ihr werdet quasi auf Ewigkeit im Bunde des Landsquid glücklich werden. Das ist der Deal. Das ist der Landsquid Birdrider Deal. Das ist doch ein Angebot, oder? Und habt ihr doch die richtige Religion neben Landsquid Birdrider, dann kein Stress. Dann kommt in den Himmel und alles ist cool. Ich erspare euch quasi nur die höchstwahrscheinlich für alle eintreffende Hölle. Weil ich meine, guck mal, es können nicht alle recht haben. Es kann nur eine echte Religion geben. Die meisten von uns allen werden garantiert in irgendeiner Art von Hölle landen. Wahrscheinlich. Wenn es denn sowas gibt. Überhaupt. Man weiß es nicht. So viel Ungewissheiten. Da ist doch ein bisschen Gewissheit durch die heiligen Tentakel nicht verkehrt. Einfach nur eine Jenseitsversicherung. Im Grunde. Ob sowas funktionieren würde? Ich meine, ich mache das jetzt absichtlich ein bisschen albern und überzogen. Aber ich denke mir gerade, wenn so ein echter Scharlatan, so wirklich ohne Skrupel, mit sowas daherkommt und sich so eine spirituelle Geschichte überlegt, von wegen, ja, im Grunde eine Versicherung fürs Jenseits. Im Grunde eben, wie meine Idee ist, eine Jenseitsversicherung. So von wegen, na, wenn es ganz schlimm kommt, dann greift unsere Jenseitsversicherung, unsere spirituelle, und alles wird gut. Ob es da Leute gibt, die, ich glaube schon, aus Angst vielleicht, oder weil sie sagen, nö, kann doch nicht schaden. Ich glaube wirklich, wenn man das nur manipulativ genug aufziehen würde, das macht mich ein bisschen traurig. So. Was sagt ihr? Ich find's nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir. Und hier, wo hier, ich glaube, unter dem neuen Haus ist das alte Haus jetzt schon total zerbröselt und da rutschen jetzt schon die ersten Teile raus. Ja, das stopfen wir irgendwie. Aber grundsätzlich ist, finde ich, die neue Verkleidung keine blöde Idee. Ich glaube, ich nehme die alte nochmal raus und platziere alles nochmal neu. Hier könnten wir jetzt aber dann wirklich Glück haben. Na, vielleicht, wenn ich alle Teile entfernt habe. Die alten. Ja, nee, da muss ich... Ich muss hier auch viel Teile ineinander glitschen. Das wird nicht so leicht gehen. Leider. Also kauft euch jetzt euer garantiertes Seelenheil. Ab einem Dollar im Monat auf Patreon. Landsquid Birdrider. Je mehr Geld man gibt, desto besser sind dann die Plätze in der ewigen Tiefe der Tentakel. Ich weiß schon, ewige Tiefe klingt ein bisschen negativ, aber es ist total toll da. Da hat man alles, was man selber mit sich führt. Ist das eine gute Idee für einen Pitch? Ich glaube eher nicht. Weil Mensch, das ist keine gute Idee. Ich glaube, Menschen, die für sowas anfällig sind, haben wahrscheinlich ein permanentes schlechtes Gewissen durch ihre Religion eingeredet. Wenn ich denen sage, nee, ihr nehmt da alles mit, was ihr in euch, mit euch tragt, dann haben die Angst, dass die irgendwie in ein schlechtes Gewissen-Zyklus fallen und dann ist das wieder die Hölle. Ich überlege mir was. Es gibt frei Bier und Süßigkeiten und Kätzchen. So viel man will. Das ist schon besser. Freibier, Süßigkeiten und Kätzchen, so viel man will. Es ist ein Anfang. Ich arbeite noch dran. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja. So ist es.
Ich werde gerade müde. Ich glaube, ich mache hier einen Cut und es wird ab jetzt ein Let's Chill. Hi Leute und willkommen. Oh, die Musik ist aber gar nicht Let's Chillig. Schauen, ob ich... Ich glaube, ich habe nichts so richtig Chilliges in der Playlist, absichtlich. Ich werde wirklich müde. Oh Gott. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Chill, der neuen Videoreihe auf Landsquid Birdrider, in dem wir extra chillig, extra entspannt und extra leise sind, damit man gechillt dabei einschlafen kann, garantiert ohne laute Geräusche, ohne Erschrecken, ohne Action, einfach nur gemütlich vor sich hin dösen und chillen. Viele Leute meinen vielleicht, dass das gar keine so gute Idee ist, wenn ich eh schon müde bin, dass ich dann auch noch so in diesen Let's Chill-Modus verfalle, aber tatsächlich glaube ich, werde ich die Let's Chills hauptsächlich aufnehmen, wenn ich erledigt bin nach einem langen Tag oder übermüdet bin einfach, weil ich dann besser in dieser Stimmung bin, auch in der ich sein muss. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und es geht mir auch nicht so, dass ich dadurch noch müder werde. Es ist eher so, dass es mich nicht so anstrengt. Die normalen Let's Plays sind anstrengend. Es ist anstrengend. Einfach so viel zu reden dauernd. Sich dauernd Sachen zu überlegen. Bullshit. Bullshit labern über Stunden hinweg kann super anstrengend sein. Nicht nur für die Stimme, auch fürs Hirn. Deswegen ist so ein Let's Chill... Deswegen ist so ein Let's Chill auch für mich chillig. Weil ich eben mal nicht die ganze Zeit irgendwie labern muss. Und wenn dann mal längere Pausen drin sind und keiner was sagt, dann ist es auch okay, weil es passt zu dem Format. Let's Chill. Naja. Aber das hier ist kein Let's Chill. Ich werde übrigens wirklich jetzt wieder... Also, ich wollte eigentlich schon lange mehr Let's Chills aufnehmen, aber ich komme hinten vorne nicht hinterher. Ich schaffe überhaupt nichts mehr. Ich komm zu gar nichts mehr. Ich bin ganz schön hinterher. Ich muss wirklich schauen, Mensch, Leute. Das ist wirklich wichtig, eben einfach aus einem ganz banalen, monetären, langweiligen Marktwirtschaften-Scheißgrund. Aber so ist es halt mal. Die Special-Videos, mindestens 3 Special-Videos in der Woche muss ich machen, muss ich raushauen. Die dürfen auch nicht zu kurz sein, die dürfen nicht zu belanglos sein. Es müssen einfach 3 Themen sein, die vielleicht auch Leute interessieren oder mich gerade interessieren. Wie auch immer, auf jeden Fall wirklich 3 richtige Special-Videos. Muss es geben, auch jetzt in der Zeit, wo ich sehr viel mit Umstellen und Umbauen beschäftigt bin. Das heißt, das ganze Kanal aufspalten und umbauen und Playlists wird sich verzögern, weil ich, wie gesagt, das ist einfach ein ganz, ganz schlichter, blöder, langweiliger, monetärer Grund. Ich mache das hauptberuflich. Ich muss leider meine Miete zahlen. Und wie gesagt, das PC-Budget ist auch noch recht klein. Und in den Special-Videos, in den Lore-Videos, in diesen Videos liegt das Geld. Das ist einfach so. Da muss ich realistisch sein. Das darf jetzt nicht leiden. Das ist die eine Sache, die muss weitergehen. Auch wenn ich es nicht gut finde, wirklich. Ich finde es nicht gut, dass das so bevorzugt wird. Ich meine, ich mache die gerne und ich finde die cool und so. Das ist, darum geht's nicht. Aber eigentlich würde ich gern überall ein bisschen einsparen, damit dann im Großen und Ganzen vielleicht es sich gar nicht so anfühlt, als gäbe es Lücken oder Verzögerungen. Aber das geht halt nicht. Da muss ich halt leider wirklich so realistisch sein. Ich hasse den Kapitalismus. Wisst ihr, wie geil das wäre, wenn ich einfach nur kreativ arbeiten könnte? Wenn ich einfach nur das machen könnte, worauf wir alle Bock haben? Also das, was mich interessiert und was ich... Wenn ich zum Beispiel oft lese ich auch in den Kommentaren Sachen, wo ich mir denke, hey, das ist eine coole Idee,
aber wird keiner gucken. Ist super viel Arbeit und wird kaum geklickt werden. Und dann bin ich gleich wieder halt an so Marktrealitäten gebunden, dass ich halt auch Videos mit Mainstream oder zumindest, ja, Mainstream ist bei mir jetzt zu viel gesagt, aber ihr wisst schon, ne? Ich kann nicht so nette kleine Nischenideen, die super viel Arbeitsaufwand sind, verfolgen, weil es einfach finanziell nicht geht. Und anders wäre ich nicht abhängig davon, wäre der Kanal irgendwann, hey Leute, wirklich, wenn der Kanal 10-mal so groß ist wie jetzt ungefähr, dann mache ich bestimmt, garantiert, wirklich super viel, super kleine, also super spezielle, super special interest Videos. Sehr ausführlich. Viel ausführlicher, als ich das jetzt machen könnte. Weil eigentlich hätte ich da Bock drauf, aber momentan geht das nicht. Das muss man sich halt leisten können, dass man so Special Interest bedient. Es gibt ein paar Sachen, die sind so... Es gibt so Sachen wie zum Beispiel, ich hätte tierisch Bock, XCOM-Videos zu machen. Weil durch XCOM 2 und 3 und jetzt vor allem Chimera Squad, das wahrscheinlich, ich habe es nicht mitgekriegt, aber das ist so ein typischer Zwischenteil, der bei den Fans gemischte Reaktionen auslöst. Ich fand den sehr gut, kann aber total verstehen, wenn Leute enttäuscht sind, weil es viele Sachen anders macht, sich viel traut. Es ist halt ein Spin-Off, das ist immer gefährlich. Da enttäuscht man oft Leute, die gerne einfach more of the same hätten, was ich verstehen kann bei XCOM 1 und 2. Es sind super gute Spiele. Ich fand Chimera Squad trotzdem einen super schönen Spin-Off, hat mir super viel Spaß gemacht und hat auch die Welt so schön weitererzählt. Das mochte ich ganz gerne. Naja, auf jeden Fall hat sich durch diese Teile, durch Chimera Squad, XCOM 2 und sowas, die Story, die Welt von XCOM, die Lore, relativ cool und schön erweitert. Und da hätte ich auch tierisch Bock drauf, Lore-Videos zu dem Thema zu machen. Aber das ist halt genau so ein Ding, wo ich mir sage, das sich da erstmal reinzuarbeiten, das aufzuarbeiten und so weiter. Wo fange ich überhaupt an? Das ist ja bei so Lores immer so eine Sache, was wähle ich als Einstiegspunkt? Ich muss ja immer davon ausgehen, Leute, die Videos gucken, haben vielleicht keine Ahnung oder nur sehr wenig Ahnung. Ich brauche irgendwie einen seichten Einstieg. Irgendwie, naja, das sind so Gedanken, die muss man sich machen. Das ist alles zeitaufwendig und arbeitsaufwendig. Und wenn es dann keine anderen Videos gibt, wo ich mich drauf berufen kann, muss ich erstmal die Basics klären und so weiter. Muss ich erstmal einige Grundkonzepte erklären, bevor ich weiter einsteigen kann. Und das ist alles viel Arbeitsaufwand, in so eine ganz neue Videospiel-Lore einsteigen. Und da ist es halt eben jetzt zur Zeit leider so, dass ich mir denke, ich würde das voll gern machen, weil das eine super interessante Welt mittlerweile wird, mit viel Potenzial. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber wird niemand gucken. Wird niemand gucken und da muss ich momentan einfach leider so realistisch sein und sagen, dann kann ich es aktuell auch nicht machen. So schade das ist. Ich werde es vielleicht trotzdem machen. Ist jetzt nicht das beste Beispiel, das ich hier gewählt habe, aber vielleicht eben schon, weil es gibt dann eben doch so ein paar Videos, wie eben das, da überlege ich wirklich, dass ich zumindest ein paar Videos zur XCOM Lore mache, weil ich die wirklich interessant finde. Oder wie die Animal Crossing Videos, die ich ab und zu mache, über das Baumpflanzen. Das sind Sachen, die interessieren mich privat und die will ich dann auch in Videos umwandeln. Das sind aber schon wirklich eigentlich... Also aus einer rein finanziellen Perspektive ist das total dämlich, dass ich das mache. Total dämlich. So 1000 Klicks für so ein Special-Video oder sowas ist eigentlich total dämlich. Bringt mir überhaupt nichts, so gesehen. Aber darum geht es nicht immer, Mensch. Das soll jetzt eben auch nicht so klingen, als würde ich irgendwie nur noch auf monetäre Geschichten sein. Das stimmt leider nicht. Es gibt Sachen, die muss ich machen, damit sie Geld einbringen, damit ich das Massenpublikum erreiche. Und es gibt Sachen, die will ich machen. Und solange sich da die Balance einigermaßen hält, finde ich es gut. Ist es okay. Es sind alle glücklich damit wahrscheinlich. Aber ja. Narrenfreiheit wäre mir lieber. Denn ich bin ein ziemlicher Narr. Ihr Narren! Und ich hasse alles,
was mit Wirtschaft zu tun hat. Habe ich schon in der Schule gehasst, hasse ich immer noch. Und wenn ich so Sachen sage wie, naja, muss ich einfach aus finanziellen Gründen so und so machen, könnte ich kotzen. Einfach nur aus Prinzip könnte ich da kotzen. Ich habe meine Seele verkauft an den Algorithmus. So weit ist es schon gekommen. Was tut man nicht alles, damit die Katzen mit Katzenfutter versorgt werden. Und an der Stelle nochmal, weil es gerade so schön passt, vielen Dank an meine Patreons. Vielen Dank an alle, die den Kanal auch wirklich finanziell unterstützen. Ich habe vorher mit der Religion so eher Spaß gemacht, aber jetzt wirklich im Ernst, vielen Dank echt für euren Support auf Patreon oder durch Spenden oder in den Streams oder mit Bits auf Twitch, wie auch immer. Das ist wirklich super wichtig, weil genau das ermöglicht mir, dass ich eben doch auch ein bisschen Sachen mache, die ich interessant finde oder die auch Leute aus der Community, die Kern-Community einfach auch interessant findet. Oft nur kleine Teile der Community eben, aber auch die sollen natürlich ihre Lore-Videos kriegen. Wenn auch vielleicht nicht so viele wie die großen Themen, die Leute interessieren. Fallout und Resident Evil aktuell vor allem. Das ist echt super wichtig. Ich meine, abgesehen davon, dass mir das ermöglicht, ein paar andere Sachen zu machen, mich ein bisschen freier zu bewegen, ist es auch einfach für den Erhalt des Kanals unverzichtbar. Also, das wird sowieso nicht gehen. In den meisten Monaten fällt der Fansupport größer aus als die Einnahmen auf YouTube. Also die machen wirklich einen Großteil aus, meistens. Und sind existenziell wichtig. Aber ich will hier auch bitte nicht falsch verstehen. Niemanden, der den Kanal nicht unterstützen kann oder will, ein schlechtes Gewissen machen. Weil, ich meine, ich bin ja auch nicht in der besten finanziellen Situation. Ich unterstütze auch nur irgendwie ein, zwei Projekte, die mir wirklich wichtig sind. Ich würde viel mehr unterstützen, wenn ich könnte, aber es geht halt einfach nicht. Und da muss man halt einfach natürlich auch sagen, da muss man auch natürlich einfach abwägen. Da muss man einfach sagen, ja, okay, ich finde das zwar ganz cool, aber das und das finde ich besser und deswegen unterstütze ich lieber das oder ich kann mir gar nicht leisten, irgendwas zu unterstützen oder was weiß ich was. Das ist ja alles total legitim und verständlich. So soll das gar nicht rüberkommen. Aber umso mehr, weil das eben alles nachvollziehbare Gründe und Probleme sind, umso mehr danke an jeden, der Landsquid Birdrider unterstützt finanziell. Denn ohne euch könnte ich hier nicht rumlatschen und dieses hässliche blaue Haus zusammenschustern. Ach, ich schwank wirklich immer zwischen, ach komm, das wird nice, das wird cool, das wird ganz schön. Und das sind immer so die Extreme, zwischen denen schwank ich so hin und her. Du widerst mich an, hässliches blaues Haus. Naja, so ist das. Es ist okay, oder? Sagt mir bitte irgendjemand, dass es okay ist. Sagt, alles wird gut. Ist schon gut. Der Poloni ist schon gut. Alles wird gut. Du machst ein ganz tolles Häuschen. Hier hast du einen Keks. Ja, einen Keks hätte ich wirklich gerne. Also wenn wer von euch einen Keks hat, immer her damit. Nee, in Wirklichkeit kann ich gar keine Kekse essen zurzeit. Also nicht nur zurzeit, sondern im Grunde langfristig haben wir jetzt wirklich unsere Ernährung ziemlich umgestellt. Weil dadurch, dass wir beide im Grunde nur noch rumsitzen und im Sitzen arbeiten und Büroarbeit und so weiter machen, haben und wir auch überhaupt keine Bewegung haben, weil wir beide Bewegung verabscheuen. Noch zusätzlich dazu, dass wir im Alltag sowieso schon keine Bewegung haben, gezwungenermaßen hassen wir Bewegung in unserer Freizeit, haben wir unsere Ernährung jetzt massiv angepasst. Das waren die Optionen. Wir haben gesagt, hey, so geht's nicht weiter. Bewegung oder Ernährung. Eins von beiden müssen wir anpassen. Am besten beides, aber eins muss sein. Dann haben wir gesagt, ja, okay,
einmal in der Woche einkaufen gehen, ist genug Bewegung. Passen wir unsere Ernährung an, hilft ja nichts. Und jetzt achte ich wirklich aktuell, also schon seit Wochen jetzt, seit Monaten mittlerweile, und das wird jetzt einfach ein fester Bestandteil und nicht eine Diät oder sowas, achte ich sehr darauf, dass wir uns gesund ernähren. Ich glaube, ich muss das Dach nochmal per Hand versetzen und glitschen. Wäre schön gewesen, wenn ich es einfach hätte draufsetzen können, aber es geht nicht. Und ich zähle jetzt zum Beispiel Kalorien. Also ich achte nicht nur darauf, dass wir uns ausgewogen ernähren, sondern pro Kopf und Mahlzeit gibt es nur noch 500 Kalorien. Ein bisschen weniger mit Getränken mit reingerechnet und so. Dafür ist Samstag Ausnahmetag. Yeah, Samstag ist der beste Tag der Woche. Das ist richtig geil, wirklich. Manchmal muss man sich selber Sachen wegnehmen oder sich selber beschränken, damit es wieder sowas wie, wie soll ich sagen, damit es überhaupt wieder was Besonderes wird. Dann kann man alltägliche Sachen wieder zu was Besonderem machen, genau. Das ist nämlich echt cool. Samstag, der Ausnahmetag, ist geil. Die ganze Woche denken wir drüber nach, was wir Samstag essen werden. Manchmal einfach nur einen großen Topf Spaghetti oder sowas. Manchmal aber auch was total Ausgefallenes. Irgendwie fancy, keine Ahnung. Das ist richtig toll. Ausnahmetag ist das Beste. Ben & Cherry Eis. Ben & Cherry Eis. Ich könnte mich in Ben & Cherry baden. Alle Sorten von Ben & Cherry sind geil. Ben & Cherry ist ein Eis für Götter. Ben & Cherry ist schon der Hammer. Ich liebe Ben & Cherry. Ich würde die beiden gerne heiraten, wenn es möglich wäre. Vielleicht ist es möglich. Bam, bam, bam. Ich meine, ich will mich nicht von Merlin scheiden lassen, aber ich müsste mal fragen, ich muss mich mal informieren, in welcher Religion es möglich ist, dass ich die Merlin und Ben und Cherry gleichzeitig heiraten kann. Weil dann werde ich der Religion beitreten. Neben der Lansquid Birdrider Religion natürlich. Ist eh klar. So, ich habe jetzt hier die Pfosten aufgestellt, damit ich von unten sehe, wo die Mitte ist. Wo die Mitte des Daches ist. Damit ich diese Dachteile hier flippdiwupp, flutschdibutsch, flappdiwapp hinflubilieren kann. Flubilatisch, flubitastisch. Flubulino, jetzt neu. Auf flubbendiwuppbupp. Schlabadu! Okay. Genug geschlovelt. Jetzt wird geschlackt. Schlumbi? Ich habe vergessen, wie Sprache funktioniert. Deswegen rede ich jetzt einfach nicht mehr. Ich konzentriere mich gerade. Ich versuche gerade hier. Wisst ihr eigentlich, dass ich privat in Gesellschaft eher ein sehr stiller Mensch bin? Eher ein sehr nachdenklicher, introvertierter Mensch, der nicht viel redet. Ich lerne nicht gern neue Leute kennen. Ich unterhalte mich nicht gern mit Leuten, außer wenn ich betrunken bin. Ich bin sehr introvertiert und still und nachdenklich und brooding und mysteriös und privat. Glaubt man wahrscheinlich gar nicht, weil ich in meinen Let's Plays immer so das Gegenteil bin. Aber in Wirklichkeit bin ich immer dunkel gekleidet und stehe in der Ecke und schaue in mein Glas und wenn mich irgendjemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich, wie soll es mir denn gehen, wenn man sich ansieht, wie es der Welt zugeht und wie kann man dann nicht in einer existenziellen Krise sein, eine fundamentale... Mist, hier stimmt gar nichts zusammen. Eine fundamentale existenzielle Krise aufgrund der Realität, in der man sich befindet und auf die man nicht den Einfluss haben kann, den man haben müsste, um sich selbst und alle anderen aus dieser Scheiße zu retten.
Und dann grinsen alle immer verlegen und sagen, ha, 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 na dann. Es sonst nichts ist. Das kennen wir ja alle. Ha, 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 ha. Dann gehen sie weg und abends liegen sie dann in ihren Betten und denken drüber nach, was ich gesagt habe und fangen an leise zu weinen. So, so jemand bin ich eigentlich, privat. Leicht überspitzt ausgedrückt. Was habe ich denn? Ich habe irgendwas, aber was habe ich denn? Ich habe nichts. Ah, ich nehme da mal den Boden. Ich muss das anders machen. Okay. Der Mod ist spitze und gleichzeitig eine Katastrophe. Ist halt ein notwendiger Workaround. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, dass durch die PS4 und die Xbox, durch die neue Konsolengeneration, und das ist nicht so abwegig, die Preise für SSD-Karten, für SSD-Festplatten meine ich, relativ schnell, relativ tief in den Keller sinken. Und dann kann man sich nämlich, so lange müssen die 800 GB der PS4 reichen, und dann kann man sich einfach eine zusätzliche Festplatte dazu kaufen. Eine externe für vernünftiges Geld und nicht gleich 300 Euro oder mehr hinblättern für eine anständige Festplattenerweiterung. Aber vielleicht ist das wirklich auch so ein Problem, weil ich halt einfach alles spiele, was es gibt im Universum, damit ich meinen Gaming-Horizont auf over 9000 halte. Das ist mir wichtig. Und natürlich wegen dem Kanal auch alles spiele, was es gibt, weil ich will meinen Gaming-Horizont erweitern auf over 9000. Also da harmonieren privat und beruflich ganz gut, was das angeht. Aber deswegen spiele ich halt alles, was es gibt, quasi doppelt im Grunde. Und deswegen habe ich einfach immer mindestens 48.000 Spiele gleichzeitig installiert. Und so der Autonormal-Gamer, der Manfred Mustermann unter den Videospielern wird sich wahrscheinlich denken, ja, 800 GB, ich habe eh selten mehr als zwei Spiele gleichzeitig, die ich spiele, also passt schon. Und für mich ist es so, zwei Spiele gleichzeitig installiert haben, dann kann ich auch gleich rausgehen und mit dem Jojo spielen, weil ich weiß nicht genau, was der Vergleich gerade sollte. Nix gegen Jojo spielen. Einige meiner besten Freunde sind Jojo-Spieler, aber ja, nee, keine Ahnung, whatever. Finde ich nicht gut. Ich spiele halt meistens. Ich habe auf der Switch habe ich jetzt auch ein Terabyte SD-Karte drin. Und die Switch-Spiele sind ja alle relativ klein. Wenn da mal eine irgendwie ein Spiel 20, 30 GB groß ist, ist das schon riesig. Oh, das Dach ist da oben ganz schön schief. Ist egal, das ignorieren wir. Da schauen wir gar nicht so genau hin. Lalala, welches Dach? Wovon reden Sie überhaupt? Gehen Sie gefälligst weiter. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Bist du Hancock? Nee, Entschuldigung, Siedler. Du siehst aber sehr wie Hancock aus. Ich will jetzt nicht irgendwie hier... Ich bin niemand der Ghule irgendwie, also wirklich nicht. Also nicht, dass das jetzt... Aber du siehst Hancock ähnlich. Guns and Bullets, Plasma-T-Shirt. Der hat Style, der Kerl. Die enge Jeans, einfach nur ein schwarzes T-Shirt dazu. Und meine Güte, hat der Schultern. Holy shit. Ich meine, das sieht fast schon komisch aus mit den Nacken und den Schultern. So aus rein persönlicher, ästhetischer Sicht. Würde ich vielleicht nicht nur die Schulterpartie trainieren und den Nacken. Das wirkt ein bisschen komisch. Ich meine, who cares? Ist nur mein, ne? Nur, mach ruhig weiter. Nicht, Hancock. Ich sag dir nur mein persönliches ästhetisches Empfinden. Nur, weil es mir gerade so aufgefallen ist. Aber... Sag mal, habe ich da oben irgendwie... Ist der Balken total schief, oder? Der ist gar nicht in der Mitte. Was habe ich denn da oben gemacht? Also manchmal weiß ich nicht, was ich mache.
Naja, gut. Ja, hier ist es auch so schief und verbogen. Aber eigentlich müsste das Wenn dann sogar noch weiter. Nee, nee, okay. Das ist definitiv nicht richtig platziert. So, komm her. Wenn dann müsste es sogar eher hier sein, weil es eben ein bisschen verzogen ist, das Ganze. Immer dieses verzogene Dach. Hat von seinen Dacheltern nicht genug Grenzen bekommen in der Pubertät. Ach ja, die Pubertät. Das waren wilde Zeiten. Mann, war ich ein Volltrottel. Aber so ist das. In der Pubertät muss man Volltrottel sein. Liebe Pubertierende, die jetzt zusehen, nehmt es nicht persönlich. Wir waren alle in der Pubertät Volltrottel. Das ist vollkommen normal und notwendig für eine gesunde Entwicklung. Total in Ordnung. Die Pubertät ist dafür da, dass man Volltrottel ist. Man muss ein Volltrottel sein in der Pubertät. Sonst kann man überhaupt nicht zu einem gesunden, erwachsenen Menschen werden. Man muss da rebellieren. Man muss Sachen ausprobieren, man muss Extreme testen. Und ja, im Nachhinein gefährdet man echt sein Leben und seine Gesundheit mit der Scheiße, die man in der Pubertät anstellt teilweise. Aber das alles ist Teil vom Erwachsenwerden. Und das ist nicht nur bei Menschen so, sondern bei so gut wie allen Wirbeltieren überhaupt. Selbst bei Fischen rebellieren die Jungtiere, die Pubertierenden, und sind total unvernünftig und bescheuert. Ich habe da jetzt mal einen super interessanten Podcast von, ich weiß nicht mehr, Radio Wissen, Bayern 2 vielleicht, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall einen super interessanten Podcast über das Thema gehört. Und es ist sogar wirklich so, dass man bei jungen Antilopen beobachten kann, dass die, wenn die Herde vor einem Raubtier wegläuft, sich dem Raubtier in den Weg stellen, weil sie ihre Grenzen testen wollen, weil sie gucken wollen, wie gefährlich das Raubtier wirklich ist und weil sie sagen wollen, na dann komm doch her, Raubtier, wenn du dich traust. Weil ich in meiner Adoleszenz mit meinem, ich weiß nicht, bei Antilopen wird es schon ein Jahr oder ein halbes Jahr alt vielleicht sein, bin der coolste Obermacker überhaupt und du kannst mir überhaupt nichts mit deinen Klauen und so. So ist das, so ist man in der Pubertät. Man ist unsterblich, man ist ein Trottel, man gefährdet sein Leben und seine Gesundheit, man muss gegen alles rebellieren, auch wenn man insgeheim weiß, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist. Man ist ein Volltrottel. Und das ist gut so. Weil letztendlich ist es eine der wichtigsten Entwicklungsphasen im Leben. Aber ich beneide kein Elternteil eines pubertierenden Kindes. Da muss man, glaube ich, als Elternteil sehr stark sein in der Phase. Gerade hatte man noch so ein gutes Verhältnis zu den Kindern und alles war gut und plötzlich geht der Terror los. Da kann man, glaube ich, auch nicht viel machen, oder? Da muss man supportive sein, muss verständnisvoll sein. Muss irgendwie die Balance schaffen zwischen Grenzen setzen und gleichzeitig aber das Kind nicht total verscheuchen, vergraulen. Ich beneide niemanden. Warte mal, da gehört das Teil gar nicht hin, das ich hier gerade platziere. Pfui, weg mit dir. Böses Teil. Mich beinahe in die Irre geführt. Bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, die sind nie wirklich aus der Pubertät rausgekommen. Da weiß ich dann auch nicht. Irgendwann vielleicht. jetzt wird es küchenpsychologisch. Hört mir nicht mehr länger zu. Aber vielleicht sind das Leute, die gerade in ihrer Pubertät nicht genug rebelliert haben. Nicht genug ausgebrochen sind. Die dann plötzlich mit 30, 40 anfangen, hier meinen zu müssen, dass sie jetzt plötzlich sich mit einem neu gekauften Motorrad das Genick brechen müssen und sich selbst und andere gefährden oder so. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist das Bullshit. Vielleicht gibt es einfach Menschen, die Trottel sind. Und Menschen, die weniger Trottel sind. Trottel sind wir ja alle, in gewisser Weise. Nein, warte mal, da stimmt jetzt gar nichts mehr.
Die einen sind hier Trottel, die anderen sind da Trottel, die anderen sind öfter Trottel, die anderen weniger Trottel. Aber ich glaube, niemand kann behaupten, dass er nie in keinem Bereich, in keiner Phase seines Lebens und in keiner Perspektive ein Trottel ist. Jeder ist ein Trottel. Ich bin zum Beispiel ein Trottel, wenn es um Religion geht. Ich bin Trottel, weil ich bin der festen Überzeugung und ich versuche das auch zu leben, dass ich grundsätzlich jede Religion, jede spirituelle Entscheidung eines Menschen respektiere. Und das tue ich grundsätzlich auch, wirklich. Das ist vollkommen okay. Jeder darf glauben, was er will. Wenn es noch so ein Schwachsinn ist, da will ich keinem reinreden. Aber gleichzeitig bezeichne ich das als Schwachsinn. Bin da nicht, ich kann da nicht so erwachsen drüber hinwegsehen und sagen, na lass doch die Leute in Ruhe. Irgendwie habe ich da immer das Gefühl von, aber es ist halt schon irgendwie Schwachsinn. Findet ihr nicht selber, dass es Schwachsinn ist? Wollen wir nicht drüber reden? Vielleicht ist es irgendwie, vielleicht stimmt was nicht mit dir. Und das ist nicht gut. Das ist total, das ist überhaupt nicht cool. Das ist doof. Manchmal verfalle ich aber in solche Verhaltensmuster. Das finde ich nicht in Ordnung von mir selbst. Lass doch die Leute in Ruhe, du Trottel, sage ich dann zu mir selbst. Und dann mache ich es eigentlich auch. Aber ja, genau. So ist das. Ich könnte dem Dach eine interessante Form geben, indem ich plötzlich sowas mache. Einfach so. Und dann sagen alle so, what? Und dann baue ich da vorne so einen kleinen Zaun hin und eine Tür. Die glitsche ich da rein und dann haben wir eine Terrasse da oben. Eine Dachterrasse. Holy shit, ich bin genial. Du crazy, sexy Motherfucker. Ist da gerade was explodiert? Oh ja, da explodiert gerade was. Wir werden angegriffen. Attacke. Ich frage mich, ob ich irgendwelche Waffen ausgerüstet habe. Ich werde mal schnell speichern. Dacka, dacka, dacka. Ja, ich habe ein Scharfschützengewehr, das bestimmt nicht gut ist. Meine guten Waffen hängen im Museum. Da muss ich hingehören. Eine Todeskralle. Holy shit. Was? Legen wir los! Gut, dass das vorbei ist. Gut, dass das vorbei ist. Naja, lange Rede, können wir ein paar Sachen tauschen? Manchmal auch vielleicht für manch einen durchaus verletzende Witze mache über Themen wie Religion. Bin mir durchaus klar. Teilweise mache ich das auch wirklich, um zu provozieren, muss ich mir eingestehen. Bin ich grundsätzlich wirklich der Überzeugung, dass bitte um Himmels Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, jeder das glauben und praktizieren soll, was er will. Wenn's zur Gefahr für andere wird, hört der Spaß natürlich auf. Aber das ist wieder ein anderes Thema, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Das ist halt das so missionierende Religion, geht mir auf die Nerven. Da habe ich auch wirklich ein Problem damit. Da habe ich auch ein rationales Problem damit. Nicht nur ein, deine Religion ist voll doof, Alter, Problem. Lass die Leute in Ruhe. So wie ich die Überzeugungen religiöser Menschen respektieren lernen muss oder immer wieder mich erinnern muss, das zu tun, müssen bitte auch Menschen ihre moralischen Überzeugungen hinten anstellen, wenn es darum geht, dass Menschen einfach so leben, wie sie leben wollen. Und da hat niemand das Recht, drüber zu urteilen. Das trifft eben auf Religion genauso zu wie auf alle anderen Bereiche des Lebens. Ob das nun die Sexualität ist oder der Kleiderstil oder sonstige Entscheidungen, die man für sich trifft, die niemanden anderen betreffen und niemanden was angehen. Haltet einfach die Klappe. Einfach alle die Klappe halten. Geht euch nichts an. Lasst die Leute in Ruhe. Das ist eigentlich wirklich...
Ich glaube, das ist ein guter Content für alle Bereiche. Einfach die Leute in Ruhe lassen und die Klappe halten. Das mache ich. Ich mache das. Ich mache das so. Ich mache hier so ein kleines schiefes Dach rein. Das ist bescheuert und komisch und ein bisschen bekloppt. Ich mache das. Das beschreibt ziemlich gut mich. Komisch, bescheuert, ein bisschen bekloppt. Landsquid Birdrider. Das schreibe ich mir jetzt. Das wird mein neuer Kanalslogan. Kanaltrailer. Also für den Let's Play-Kanal. Jetzt kann ich das ja wirklich trennen, ne? Weil in den Lore-Videos bin ich immer hochseriös. Nein, bin ich natürlich nicht wirklich. Ich weiß, das ist ein Scherz. Aber bin ich halt immer eher wirklich auf Fakten und auf relativ neutral, würde ich sagen, in den Lore-Videos. Während ich in den Let's Plays durchaus kontroverse Themen anspreche manchmal. Polarisiere, provoziere und rumblödel. Und das alles hintereinander am Stück. Da gibt's kein, okay, heute wird's mal eine kritische Folge, heute wird's mal eine ernste Folge, heute blödeln wir rum. Nein, da wird rausgehauen, was mir durch den Kopf geht, was mir wichtig erscheint, was ich schon lange mal sagen wollte. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen, da werden Befindlichkeiten verletzt und so weiter. Das ist halt ganz anders. Das ist ein guter Slogan. Landsquid Birdrider. Ganz anders. Ist halt ganz anders. Ich mach das so. Das machen wir jetzt so. Ich finde es irgendwie bekloppt und gleichzeitig irgendwie wunderschön. Ich finde vielleicht schön, weil es so bekloppt ist. Ich finde es halt nicht gut, wenn man weiß, okay, das ist ein heikles Thema, dass man dann nicht drüber redet. Warum denn bitte nicht? Warum denn nicht? Man kann doch über alles reden. Man kann doch über alles Blödsinn machen. Man darf doch nicht immer gleich so, oder, Leute, finde ich. Naja. Das ist die Moral von der Geschichte. Man darf doch nicht immer gleich, man soll doch nicht immer gleich, man muss doch ein bisschen, oder. Mit diesen Worten, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Schlaft mal drüber. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, vielen Dank. Viel Spaß. Adieu. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Und hollerou, du Dödel, dö. Tschüss.